Ja, auf meiner Tour zu den Standorten für das Musikfestival bin ich natürlich durch die Beach Road gefahren. Und hier gibt es ein Projekt, vor 2 Tagen hatte ich das gesehen, auf Laien bereits. Der Bürgermeister hat eine Aktion gestartet, hat selber die ersten Aktivitäten gemacht. Und zwar geht es um ein Projekt gemeinsam mit dem Gefängnis hier in Pattaya, das ist ein Fahrzeug von denen also, geht es darum, dass die Kanalisation hier an der Beach Road gereinigt wird, von Dreck und Schmutz befreit wird. Er selbst hat da einige Anerchen medienwirksam dann herausgeholt und die Arbeiten machen natürlich mehr Gefangene. Oder einige Gefangene, wahrscheinlich sehr gute und vorbildliche. Und wir haben natürlich auch einen Toilettenwagen, einen Wagen hier, der den Mist abholt. Und hier links sitzen dann auch die Jungs mit ihren Betreuern. Weil wir werden sie mal filmen. Toilettenwagen. Und hier ist gerade ein Abschnitt wieder abgesperrt. Die ganze Beach Route, ich glaube, das geht bis morgen, bis zum 7. Hier mal einen Blick rein. Kanalisation, die hier gereinigt wird. Ja, das kurz hier wieder mal von der Beach Road. Hallo? Ein kurzes Hallo zu den Jungs. Ja, weiß sicherlich auch nicht jeder Mann, was hier so an der Beach Road manchmal auch losgeht und abgeht. Aber bei Hotte Flink erfährt man sowas schon mal. Also, das war es ganz kurz hier von unterwegs wieder mal.